Willkommen zu einer neuen Folge von Softwarearchitektur als Beruf. Wer bist du? Ja, ich bin Susanne. Ich bin aktuell am Fraunhofer JESE unterwegs. Ich forsche dort im Bereich Softwarearchitektur für datenintensive Systeme und bin aktuell auch noch dabei, meine Promotion in diesem Bereich abzuschließen. Und daneben mache ich auch noch ganz viele Industrieprojekte. Wir sind ja bei Fraunhofer eine angewandte Forschungsorganisation. Das heißt, da ist dann auch noch ein bisschen Projektleitung häufiger mal mit dabei. Was steht auf deiner Visitenkarte? Ja, da steht aktuell der etwas längliche Titel, Achtung, Expert Software Architecture for Data Intensive Systems. Wie bist du da hingekommen? Ja, also ich habe tatsächlich ganz klassisch Informatik an der TU Kaiserslautern studiert. Ich hatte auch in der Zeit, insbesondere im Hauptstudium, schon so ein Faible für alles, was mit Daten zu tun hat, entwickelt. Datenintensive Systeme fand ich damals schon super spannend. Und nach dem Studium bin ich zunächst für 5 Monate nach Indien gegangen, weil ich mir gedacht habe, ich würde auch ganz gerne mal was anderes von der Welt sehen und nicht nur irgendwie die Ostsee und die Nordsee. Und das war für mich auch eine ganz spannende Zeit. Indien hat ja eine ganz andere Kultur als hier, aber es geht natürlich auch im IT-Bereich super viel dort ab. Und es war nicht nur interessant, sondern es war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Danach bin ich dann damals noch bei Capgemini SG&M eingestiegen als Software-Ingenieurin und habe da erstmal gelernt, quasi wie man richtig professionell Software entwickelt. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht und bin dann aber zu einem Capgemini SG&M Spin-Off gewechselt, das damals ausgegründet wurde. Das ist die Axo GmbH. Und das war auch eine Zeit, die mich stark geprägt hat, denn dort bin ich zum ersten Mal mit agiler Softwareentwicklung in Berührung gekommen. Das war damals ein Projekt bei PricewaterhouseCoopers und es hat mich also wirklich ganz nachhaltig beeindruckt, nachdem ich vorher mehrere Jahre eigentlich ausschließlich Wasserfallprojekte gemacht hatte und danach wollte ich eigentlich auch nur noch agil arbeiten. Genau, und irgendwann habe ich mich dann entschieden, dass ich doch noch promovieren möchte. Das war immer so ein Thema, womit ich gehadert habe und ich habe dann irgendwann für mich entschieden, dass es für mich gewinnbringend ist und mir insbesondere auch in meiner persönlichen Weiterentwicklung helfen wird. Ich war früher nicht besonders gut darin, mich zu verkaufen und also die Art und Weise, wie ich mich verkauft habe, die stand eigentlich im krassen Gegensatz zu meinen Leistungen. Also es hat überhaupt nicht zusammengepasst irgendwie. Und da habe ich bei Fraunhofer tatsächlich sehr viele Freiheiten bekommen, mich auszuprobieren, Vorträge zu halten und die verschiedensten Dinge zu tun. Und das hat mir wirklich etwas gebracht und ich glaube auch, dass es sich für mich absolut ausgezahlt hat, auch wenn viele ja der Meinung sind, dass man im Bereich Informatik nicht unbedingt eine Promotion oder so braucht. Für mich war es, glaube ich, doch ein guter Weg und die richtige Entscheidung. Genau, und jetzt bin ich also bei Fraunhofer, schließe da noch meine Promotion ab und danach wird es für mich auch wieder in die Industrie erstmal gehen. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Ja, bei mir war das tatsächlich die Schule. Ich hatte das Glück, dass ich einen wirklich sehr guten Informatiklehrer hatte und habe dort Programmieren gelernt zum ersten Mal, damals noch mit Turbo Pascal. Und ich kann mich heute noch daran erinnern, was das für ein Glücksgefühl war, als ich meine erste Schleife programmiert habe und das Programm das gemacht hat, was es sollte. Ja. Also das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht in der Schule und ich hatte mich dann auch schon vorm Studium auch stark für Linux interessiert. Mein Vater hatte mir dann irgendwann mal aus seinen alten Rechnern einen neuen Rechner wieder zusammengebaut aus der alten Hardware und da haben wir dann gemeinsam SUSE Linux drauf installiert und ich kann mich dann auch gut daran erinnern, dass mich das auch total fasziniert hat. Ja. Also genau, das war glaube ich so das, was im Endeffekt dann auch dazu geführt hat, dass ich mich für dieses Studium entschieden habe. Was sicherlich auch dazu beigetragen hat, ist die Tatsache, dass ich auf einer katholischen Mädchenschule war. Ja, klingt jetzt erstmal ein bisschen ungewöhnlich, aber es hatte tatsächlich den Vorteil, dass ich dort gar nicht mit diesen quasi Stereotypen konfrontiert war, dass diese ganzen MINT-Fächer vermeintlich eher was für Jungs sind und nicht für Mädels. Wir wurden da sozusagen alle gleich behandelt und ich konnte mich dann auch da selbstbewusst
bewusst und vollkommen unvoreingenommen für dieses Informatikstudium entscheiden, was mich im Endeffekt jetzt auch dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Welche Rolle spielt Softwarearchitektur in deinem beruflichen Leben? Also für mich eine sehr große. Unter anderem habe ich in dem Bereich auch meine Doktorarbeit geschrieben. Aber auch darüber hinaus bin ich unendlich dankbar, dass ich einen so schönen Beruf ausüben kann. Man hat da so viele Möglichkeiten. Man kann Verantwortung übernehmen. Man arbeitet mit interessanten Leuten zusammen. Man ist ganz nah an hochinnovativen Themen, kann bis zu einem gewissen Grad auch sich strategisch einbinden. Nicht zuletzt kann man auch ganz gut Kohle da in dem Bereich verdienen. Man hat ganz viel Gestaltungsspielraum, hat die Möglichkeiten, remote zu arbeiten. Ja, also das sind eigentlich nur Vorteile. Und wie vorhin schon erwähnt, ich bin froh, dass ich diesen Weg gehen konnte. Und ich bin auch dankbar, dass ich in der Schule entsprechend gefördert wurde, einen guten Lehrer hatte. Insbesondere auch als jemand, der aus einer Arbeiterfamilie kommt, aus einer Familie, wo niemand sonst überhaupt studiert hat, dass es möglich war, diesen Weg zu gehen und heute als Softwarearchitektin in großen Projekten zu arbeiten, das ist wirklich klasse. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Oje, mir ist es ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn mal passiert, dass ich mich und das ganze Team aus den virtuellen Servern, die wir in der Testumgebung beim Kunden hatten, ausgesperrt habe. Ich habe da irgendwas an der SSH-Konfiguration geändert, weil das so ein bisschen hakelig war und habe es dann tatsächlich geschafft, mich da komplett auszusperren. Und da war auch nichts mehr zu machen, weil es rein virtuelle Kisten waren. Und das war natürlich super peinlich und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es mich einiges an Überwindung gekostet hat, das meinem Projektleiter zu beichten. Ja, darüber hinaus hatte ich auch, ähnlich wie vielleicht andere Frauen in der Branche, die ein oder andere unschöne Erfahrung, weil ich jetzt vielleicht als Frau nicht so unbedingt ins Schema gepasst habe und ich zumindest in meiner Wahrnehmung den Eindruck hatte, dass ich häufiger auch mal unterschätzt wurde. Und das hat bei mir natürlich dann auch zu Verunsicherung geführt, was dann wiederum die andere Seite wahrgenommen hat und das Problem dann nochmal sozusagen verstärkt hat sogar. Und das hat schon das ein oder andere Mal zu unschönen Erfahrungen geführt. Und in der Beziehung, glaube ich, hat mir wirklich es sehr viel gebracht, doch nochmal zu promovieren, hatte ich vorhin schon gesagt. Hier auch in dem Zusammenhang insbesondere an meinem Selbstmarketing zu arbeiten. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Ich glaube, bei mir ist es die Sache, dass ich sehr zielorientiert bin und auch in komplizierten Projektkonstellationen sehr gut ableiten kann, welche Schritte unbedingt erforderlich sind, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und ich kann mich dann auch darauf absolut fokussieren und es dann knallhart priorisieren, ohne da rechts und links noch weitere unnötige Dinge zu tun. Und das hat mir schon sehr oft geholfen in schwierigen Projektsituationen, da einfach den absolut notwendigen Pragmatismus an den Tag zu legen und letzten Endes auch in Zeit und Budget zum Ziel zu kommen. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Naja, ich trete tatsächlich im Oktober eine neue Stelle an als Principal Tech Lead bei SAP Signavio und arbeite mich entsprechend jetzt aktuell verstärkt auch in Leadership-Themen ein, aber auch in die ganzen neuen fachlichen Themen, die mich dort erwarten werden. Die haben natürlich auch wieder etwas mit Daten zu tun. Process Intelligence ist so ein Schlagwort und genau, ich freue mich darauf sehr. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Ich habe häufiger die Erfahrung gemacht, dass wir als Softwarearchitektinnen häufiger wirklich auf die Technologiethemen und die technische Machbarkeit, ich sage jetzt mal, beschränkt werden. Und das finde ich ein bisschen schade, denn wenn ich beispielsweise anschaue, wie jetzt die Ausbildung von einem Informatiker ist und die vergleiche mit der Ausbildung von einem BWLer, dann ist doch etwas, was uns auszeichnet, die Tatsache, dass wir Dinge wirklich gut verstehen und durchdringen können und nicht nur
wie jetzt vielleicht die BWLer, auf die Zahlen und Statistiken schauen, sondern wir können auch wirklich die Zusammenhänge in der Tiefe verstehen. Und das ist meiner Ansicht nach eine ganz große Stärke. Und deswegen glaube ich auch, dass wir alle noch bessere Produkte bauen könnten oder auch noch innovativer sein könnten, wenn wir Techies dazu sozusagen mehr Anteil hätten oder auch mehr Mitspracherechte hätten und uns da auch noch mehr einbringen könnten. 3 Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Okay, das wird Eberhard jetzt nicht gerne hören. Ich würde nämlich sagen, Optimismus, Optimismus, Optimismus. Also immer erstmal vom Positiven ausgehen, nach dem Motto, unterstelle niemals Bösartigkeit, wenn Unwissenheit oder Dummheit als Erklärung ausreichen. In diesem Zusammenhang auch gerne mal mit dem Dunning-Kruger-Effekt beschäftigen und glaube an dich selbst und denk dran, die anderen, vor allem auch die männlichen Kollegen, die kochen auch nur mit Wasser. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Ich finde eigentlich einen Slogan, den SD&M lange Zeit hatte, sehr hilfreich und der lautet, das Ziel ist das Ziel. Ich finde, wir drehen uns in unserer Branche viel zu häufig um uns selbst. Gefühlt erfinden wir alle 10 Jahre unsere Tools und Methoden nochmal neu und dem Kunden ist es häufig aber gar nicht so wichtig, ob wir jetzt seine Software mit Framework X oder Y entwickeln, sondern ihm ist es wichtig, dass wir die entsprechenden Mehrwerte generieren. Daher, das Ziel ist das Ziel, keine goldenen Henkel, immer schön pragmatisch bleiben und dann läuft die Sache. Was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT? Naja, also ich versuche immer auch Sport zu treiben, einfach als Ausgleich für das viele vom Rechner sitzen. Und aktuell schwimme ich sehr gerne, weil das einfach so eine Sportart ist, die zum einen sehr gesund ist, die Gelenke schont, den Kreislauf anregt. Ja, ich kann meinen ganzen Körper damit trainieren. Und für mich ist es auch unglaublich entspannend. Es hat für mich fast schon was Meditatives, wenn ich im Becken meine Bahnen ziehe. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wenn man richtig schwimmt, man auch gezwungen ist, so ganz gleichmäßig zu atmen. Und das bringt mir als Ausgleich wirklich sehr viel und kann ich jedem nur empfehlen.